das Datensammelblatt, was im Altertum das Kerbholz war und im Alltag als Strichliste bekannt ist, nennen wir im Qualitätsmanagement Datensammelblatt. Ziel von einem jeden Datensammelblatt ist das urschriftliche Erfassen von Ereignissen über die Zeit. Das ist häufig die Erfassung unterschiedlicher Fehler über einen gewissen Zeitraum. Als Seminarbeispiel habe ich einmal folgende Datenabfrage vorbereitet. Wir wollen hier einmal Ihr Alter und keine Sorge, datenschutzrechtlich konform, nicht persönlich, sondern in Gruppen zugeordnet erfassen. Und das wollen wir mal Teilnehmergruppen zuordnen. Nehmen wir einmal an, wir seien 12 Personen und die Jüngste unter uns sei eine Auszubildende oder ein Auszubildender. Dann würde ich also eine 1 in das erste Feld eintragen. Angenommen, wir hätten 4 Personen in der Altersklasse 18 bis 34 Jahre, dann würden wir diese der Teilnehmergruppe 2 zuordnen. Im Alter von 35 bis 51 Jahren nehmen wir einmal genauso viel an und letztlich nehmen wir einmal an, 3 Personen wären im Alter von 52 bis 68 Jahren. Vermutlich ist niemand unter uns, der 69 bis 85 Jahre alt ist. Als Ergebnis gewinnen wir 2 Erkenntnisse. Über die Addition der waagerechten Zeilen erkennen wir, wie viele Personen in welcher Teilnehmergruppe sind. Über die Addition der einzelnen Spalten erkennen wir, wie viele Personen in der jeweiligen Altersklasse vorhanden sind. Aus Plausibilitätsgründen müssen beide Quersummen auf die gleiche Anzahl, nämlich 12 Personen, kommen. Der Nutzen von Datensammelblättern ist das urschriftliche Erfassen, wann und wie oft welche Merkmale vorgekommen sind. Dies kann heutzutage natürlich auch digital in CAQ-Systemen erfolgen. Mein Praxistipp: Lassen Sie stets 1-2 Zeilen frei für weitere Ergänzungen von Merkmalen.